Geistes. Gnade und Friede von Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist und trotzdem uns nahe bleibt, sei alle Zeit mit. Herzlich willkommen, liebe Schwestern und Brüder, zur Feier der Heiligen Messe heute am Fest Christi Himmelfahrt in unserer Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul. Allen Vätern wünsche ich einen fröhlichen und gesegneten Vatertag. Christus fährt auf zum Himmel, zu seinem Vater und zu unserem Vater. Und doch entfernt er sich nicht von seinen Brüdern, sondern bleibt ihnen nahe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das gilt nach wie vor. Das gilt auch für dich und für mich. Jesus ist dir, ist mir ganz nah. Darum wenden wir uns an ihn und bitten ihn um seine Kraft, seine Gnade, seinen Beistand, gerade auch in dieser Zeit. Herr, erbarme dich mit uns. Christus, erbarme dich mit uns. Herr, erbarme dich mit uns. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber
Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihm ihren Blicken. Während sie unverwandt ihn nach oben zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Wort des lebendigen Gottes. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn,
der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Und die Texte haben ganz neu für uns gesprochen.
Ich war ganz ergriffen von dem, was der Text, den ich hatte, mir zu sagen hatte über mich und über meinen Auftrag hier in dieser Stadt. Ich spürte ganz neu, wie Gott zu mir hier in Eschwein spricht. Das, was ich damals und letztes Jahr erlebt habe, das gilt und wirkt auch heute. Und vielleicht kann es uns bei dem Text der ersten Lesung ganz besonders helfen. Ich möchte es jedenfalls einmal versuchen. Ich möchte Sie einladen, sich mit hineinzudenken in das, was wir in der ersten Lesung gehört haben. Wir machen mal den Versuch. Beim gemeinsamen Mahl trägt Jesus uns auf, dir und mir. Geht nicht weg aus Eschwein. Wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als wir nun so beisammen sind, fragen wir Jesus: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel und unsere Kirche in Eschwein und alles, was uns an unseren Gemeinden so lieb geworden ist, stellst du das alles wieder her? Und er sagt zu uns: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Eschwein und in der ganzen Region nach dem Land, im Bistum Aachen und bis an die Grenzen der Erde. Kaum hat er das gesagt, wird er von unseren Augen emporgehoben und eine Wolke nimmt ihn auf und entzieht ihn unseren Blick. Und während wir noch unverwandt zum Himmel emporschauen, siehe, da stehen zwei Männer in weißen Gewändern bei uns und sagen: Ihr Männer und Frauen in St. Peter und Paul, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Was kann es uns sagen, wenn wir den Text auf diese Weise hören, wenn wir uns mit hineindenken in das, was geschehen ist, uns und unsere Situation, in der wir jetzt stehen? Bleibt in Eschwein, sagt Jesus hier und mir. Hier ist dein Platz, genau da, wo ich dich hingestellt habe. Ich habe mir etwas dabei gedacht, dass du genau jetzt hier sein sollst. Das gilt auch für alle anderen Orte, an denen wir wirken, an unseren Arbeitsplatz, an unseren Studien oder die Schule. Das gilt, wenn wir im Urlaub werden oder sind. Das gilt, wenn wir Besuche machen, wo es möglich ist. Das gilt für alles und jedes. Da, wo du jetzt bist, werde ich bei dir sein. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, so sagt er mit mir. Bleibt an dem Platz, an dem ich euch hingestellt habe. Bleibt in Eschwein. Ein zweites: Stellst du alles wieder her? Was wird kommen? Und Jesus wird auch uns, genau wie den Jüngern damals, diese ausweichende oder abweisende Antwort geben. Es steht euch nicht zu, das, was der Vater in seiner Weisheit überlegt hat, schon zu wissen. Ich habe, als ich letzte Woche noch einmal bei meiner Schwester sein konnte und da mit den drei kleinen Neffen und Nichten ein paar Tage mitleben durfte, noch einmal ist mir das noch einmal ganz besonders aufgefallen, dass wir als Erwachsene oft Pläne gemacht haben, aber die Kinder nicht von Anfang an in alles mit eingebaut haben. Das hat manchmal mehr Bedeutung. Das kann sein,
dass wir wussten, wenn wir denen das jetzt schon sagen, dann sind die völlig aufgeregt und dann können wir die für lange Zeit nicht wieder beruhigen. Wenn wir schon zu Beginn des Tages sagen, dass wir ein Eis essen wollen am Nachmittag, dann werden die so jung, dass sie den ganzen Tag schon nach dem Eis fragen und wir kriegen sie nicht wieder beruhigt. Das könnte ein Grund sein, dass manches zu aufregend oder die Kinder noch überschreiten. Das kann sein, dass es Dinge waren, die sie noch nicht verstehen. Auch nicht verstehen brauchen. Das wäre das dritte. Dieses Need-to-Know-Prinzip. Manches muss man einfach noch nicht wissen. Gott in seiner Weisheit als unser guter Vater hat überlegt, dass wir noch nicht alles wissen müssen. Aber, oder sagt Jesus seinen Jüngern und sagt er auch hier und mir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir sprechen oder wollen ganz bewusst ein Gebetskraftwerk ins Leben rufen. Sie finden auf sich vor der Bank den kleinen Zettel, der noch einmal hinweist auf das Gebetskraftwerk, das ja in diesen Tagen, genau jetzt zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, grundgelegt werden soll. Wir wollen den Boden bereiten, dass wir mit dieser Initiative ökumenisch mit allen Christen hier in Eschweiler etwas schaffen, dass die Energie, die Liebe, die Kraft Gottes jeden Tag neu in unsere Herzen, in unsere Stadt, in unsere Region hineinbringt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet Zeugen sein. Gott stellt sein Reich nicht wieder her, ohne dich und mich. Ohne dass du und ich unseren Beitrag leisten. Wir wissen noch nicht genau, was alles kommt. Gott hat uns nicht alles bis ins letzte Detail offen. Aber er hat dich und mich geschaffen und er will dich und mich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen, dass wir mitwirken an dem, was zu tun ist. An dem, was er und wie er alles wiederherstellt. Vielleicht kennen Sie die kleine Geschichte von dem Mann, der sich an Gott wenden kann in einem Moment der Gottes Nähe und der Vision. Er sieht Gott direkt vor sich und sagt, Gott, ich muss dir eine Frage stellen, es brennt mir auf der Seele. Wie kannst du auf der Erde so viel Böses zulassen? So viele Kriege, so viel Leid, Covid-19 und den Coronavirus. Wie kannst du es zulassen, dass kleine Kinder sterben oder missbraucht werden? Wie kannst du zulassen, dass all dieses Böse auf der Erde geschieht, dass Menschen in Streit geraten und sich verletzen, bekriegen? Wie kann das sein? Warum tust du nichts? Und Gott sagt ihm, ich habe doch etwas getan. Ich habe dich erschaffen. Er hat dich und mich erschaffen, dass wir mitwirken. Und er erfüllt uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das auch können. Ein drittes können wir vielleicht noch herauslesen aus dem, was in der Lesung für dich und mich hier in Eschweiler gesagt ist. Jesus wird wiederkommen. Ich habe in der letzten Woche eine Begegnung gehabt, die mir das noch einmal ganz besonders vor Augen führt. Am Dienstag hatten wir eine Kirchenvorstandssitzung und um die nötigen Abstände zu warten, haben wir uns nicht wie sonst im Haus getroffen, sondern im Kinderkrippenzimmer. Als ich dann von dort wieder nach Hause zurückkam, saß ein Mann vor meiner Haustür. Er muss schon lange da gesessen haben. Mindestens seit anderthalb Stunden gefühlt. Weil er davon sprach, dass er schon ganz oft versucht hat zu klingeln und als das erste Mal da war, noch kein Auto da stand, dann war er etwas hochgegangen, um mich zu dir in der Kirche zu suchen. Dann hätte das Auto da gestanden, dass auch Ende Hinweis, was du hast da. Als ich das Haus verlassen hatte, war nämlich noch kein Auto da, sodass das bestimmt anderthalb Stunden war, wo er wartet. Ein Jeside, der ja, mich um eigentlich Hilfe bitten wollte, weil er mit dem Zug nach Bayern fahren wollte, musste, kein Geld hätte.
Aber er hat lange gewartet und wusste gar nicht, ist der Pastor zu Hause, macht noch nicht auf, wird er noch kommen, wird er nicht kommen. Wie warten wir auf Christus, der kommt? Jesus wird wiederkommen, sagen die Männer in weißen Gewändern uns, die Männer und Frauen in St. Peter und Paul. Was steigt er zum Himmel empor und wartet? Worauf wartet er? Er wird kommen. Was erwarten wir uns? Worauf warten wir? Worauf warten wir noch? Warten wir mit den Jüngern im Abendmahlsaal? Reden wir mit ihnen, dass wir spätestens am Pfingsten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Und beten wir in Anlehnung an die Worte aus der zweiten Lesung: Gott, unser Vater, du Gott, Jesu Christi, unseres Herrn, du Vater der Reich, gib uns deinen Heiligen Geist. Erfülle uns mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir dich erkennen. Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir durch Jesus Christus berufen sind, welchen Reichtum die Herrlichkeit deines Erbes uns deinen Heiligen schenkt und wie überragend groß deine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. Durch das Wirken deiner Kraft und Stärke. Bekennen wir uns im Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus ist zum Vater gegangen und ist zugleich gegenwärtig bei uns. Im Vertrauen auf seinen Beistand empfehlen wir Gott im fürbittenden Gebet unsere Welt und uns selber. Wir beten für alle Menschen, die das Coronavirus besonders gefährdet. Für diejenigen, die weiterhin ihre Verantwortung gegenüber den Mitmenschen im Alltag ernst nehmen. Für alle, die Grundrechte, Freiheit und Gesundheitsschutz gut miteinander vereinbaren wollen. Du, Gott in unserer Mitte. Wir bitten dich, Herr. Für alle Familien, die seit Wochen Kinder oder kranke und ältere Angehörige ohne Unterstützung von außen betreuen. Für die Pflegekräfte in Kliniken und Heimen. Und für die alleinliegenden Menschen, an die heute niemand denkt. Du, Gott in unserer Mitte. Wir bitten dich, Herr. Wir beten für die Menschen, die unter schlechten Bedingungen in der Nahrungsmittelindustrie arbeiten und deren Wohnsituation oft unwürdig ist. Und für die Flüchtlinge, die in Lagern und Unterkünften auf engem Raum leben und jetzt gesundheitlich besonders gefährdet sind. Du, Gott in unserer Mitte. Beten wir auch für die Verantwortlichen in allen Ländern, die eine europäische Lösung für die Aufbauhilfe nach der Krise zu finden suchen. Und für die Politikerinnen und Politiker, die sich gemeinsam anstrengen, Grenzen zu überwinden, statt aufzurichten. Du, Gott in unserer
unserer Mitte. Wir beten für die Menschen, die der nahende Wirbelsturm in Indien und Bangladesch bedroht und die ihre Heimat verlassen müssen, und für alle Helferinnen und Helfer, die in dieser Katastrophe Leben und Gesundheit der Menschen retten. Du, Gott in unserer Mitte. Wir verbinden uns mit der ökumenischen Gebetskette in Eschweiler, die von heute bis Pfingstsonntag reicht und Gottes Energie in unsere Stadt und in unsere Herzen hineinbietet. Für die Ausbreitung des Reiches Gottes bei uns. Du, Gott in unserer Mitte. Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns seinen Beistand für alle Zeit zugesagt. Dafür danken wir dir und preisen dich, preisen dein Leben nach dem Plan, was lebt, jetzt und bis in die Ewigkeit. In diesen Corona-Tagen können wir die übliche Kollekte nicht mit den Körbchen halten, wie wir sonst gewohnt sind. Wir haben die Möglichkeit, der Online-Kollekte eingerichtet zu finden, den Hinweis in Ihrer Bank oder können ihn am Ausgang gleich auch noch einmal mitnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie eine mitgebrachte Spende heute direkt ins Körbchen legen, wenn Sie gleich die Kirche verlassen. Am Ausgang stehen diese Körbchen bereit. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes bringen wir dieses Opfer dar. Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade, dass wir uns über das Irdische erheben und suchen, was droben ist, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist heute als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht nur um uns Menschen zu verlassen, er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und rufen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der Erkommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus, dein eingeborener Sohn, unsere schwache, mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank. Reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihnen seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Petrus, dem heiligen Paulus, dem heiligen Bonifatius, dem heiligen Antonius, dem heiligen Michael und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Helmut und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone,
alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deine Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen, dass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Geist beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit. Lamm Gottes. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Namen. Aber sprich mit mir, so wird meine Seele gesund. Wir freuen uns, dass wir die Heilige Kommunion wieder empfangen können, aber gerade hierbei sind besondere Maßnahmen zu beachten. Ich werde mir gleich die Hände desinfizieren und auch den Mundschutz tragen. Wir sprechen den Dialog der Leib Christi, Amen, jetzt einmal gemeinsam vorher, dass wir während der Kommunionausteilung nicht mehr sprechen brauchen. Weiterhin ist erstmal nur die Handkommunion wieder möglich. Achten Sie bitte auf die Abstände, auch jetzt beim nach vorne kommen, um die Kommunion zu empfangen. Ich werde diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, am Platz besuchen, aber die anderen darf ich bitten, nach vorne zu kommen, um die Kommunion vorne zu empfangen. Wir sind gehalten, ein Einbahnstraßensystem zu machen, dass man sich also nicht unterwegs begegnet oder dass man eben die Abstände wahren kann. Wir werden mit dem Mittelblock zur Führener Straße hin beginnen. Ich darf Sie dann bitten, zum Mittelgang rauszukommen, außenrum wieder zurück in die Bank zurückzugehen, danach den Mittelblock zur Marktseite hin, dann den Seitenblock auf der Führener Straßenseite. Wenn Sie nach vorne kommen, aber durch den Mittelgang wieder zurückgehen, dass man nicht aneinander vorbei macht. Und
dann den Seitenblock, der zum Markt hin, auch hier bitte durch den Mittelgang danach wieder zurückgehen. Und dann komme ich an die ans Querschiff hier oben und dann ans Querschiff auf der Seite. Ich möchte auch noch einmal hinweisen auf die Möglichkeit der geistigen Kommunion. Wer also mag, kann gerne den Leib Christi auch im Herzen empfangen, ohne ihn in der Hand zu halten. Er wird seine Gnade uns allen schenken. Der Leib Christi.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns, die wir noch auf Erden leben, deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. Lenk unser Sinnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als erster der Menschen bei dir ist, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Es ist schade, dass wir in den Gottesdiensten nicht gemeinsam singen dürfen, aber zumindest einen Gruß an die Gottesmutter im Monat Mai können wir mit einem gemeinsamen Gegrüßet seist du Maria beten. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass morgen wieder die Anbetung um 18 Uhr stattfindet und die Heilige Messe um 19 Uhr, wie gewohnt, hier in St. Peter und Paul ist. Herzliche Einladung. Dann möchte ich schon hinweisen, dass für den Pfingstsonntag, also noch nicht nächsten Sonntag, sondern nächsten Sonntag in 8 Tagen, wir dadurch, dass auch die Kinderkerzen gesegnet werden, einen größeren Andrang, also mehr Gläubige erwarten. Und von daher doch bitten, dass Sie sich für den Pfingstsonntag im Pfarrbüro zur Teilnahme am Gottesdienst anmelden. Nächsten Sonntag noch so, jede Woche auch so. Nur für den Pfingstsonntag bitten wir um eine Anmeldung im Pfarrbüro. Ja, jetzt im Vorfeld schon. Die Kerzen bei Ihnen in der Bank können Sie gerne mitnehmen als Andenken an diesen Gottesdienst und an die Hoffnung, die uns wieder erfüllt. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die, die uns beleben, die Gott in unser Herzen senken. Nehmen Sie diese Kerzen gerne mit, entzünden Sie sie zu Hause, verschenken Sie sie, was auch immer Sie gerne möchten. Ganz besonders möchte ich aber noch einmal auch hinweisen auf die Gebetsaktion, die ökumenische Gebetskette, die heute jetzt gerade eben um 10 Uhr begonnen hat. Ich habe jetzt die erste halbe Stunde von dem Gebet in dieser Gebetskette begonnen. Und ich lade Sie herzlich ein, sich noch einzutragen. Es sind noch Plätze frei. Natürlich vor allen Dingen in der Nacht eine besondere Herausforderung. Vielleicht lassen Sie sich einmal für eine Nacht, für eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde oder noch mehr herausfordern, ins Gebet zu gehen. Und Gott, so wie Jesus selber, der die ganze Nacht durchgebetet hat, mit dem Vater im Gespräch war, nach seinem Vorbild eine Stunde, eine halbe oder mehr in der Nacht zu wachen und zu beten. Aber es sind auch tagsüber noch Plätze frei. Also auch heute noch, wer so kurz entschlossen ist, kann, ich glaube, auch heute Mittag sind noch freie Gelegenheiten. Eine halbe Stunde kann man sicherlich im Übrigen in der Zeit von heute bis Pfingstsonntag. Versuchen Sie, ob Sie nicht die ökumenische Gebetskette mit unterstützen wollen. Und ja, Gottes Liebe, Gottes Kraft in Ihr eigenes Herz und in unsere Stadt hineinnehmen. Der Herr sei mit euch. Es segne und bewahre euch und alle, die mit euch verbunden sind, der Allmächtige und Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja. Noch ein Hinweis zum Rausgehen gleich. Ausgänge sind nur hier oben an den Querschiffen. Ich darf Sie bitten, auch beim Rausgehen die entsprechenden Abstände zu wahren. Von daher können wir beginnen mit den Querschiffen, die zunächst nach draußen gehen, dann die Seitenschiffe, dann die Mittelschiffe. Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mittun in diesem Gottesdienst. Mögen Sie mit Gottes Segen und mit dieses Wochenende hinein alles Gute wünschen.